und wieder einmal herzlich willkommen bei den Hellriegels. Heute wollen wir euch Mädels mal zeigen, wie man sich richtig für einen Abschlussball kleidet. Egal, ob es auf eurem Abschlussball ist, eine stilvolle Feier oder irgendeine Hochzeit in eurer Verwandtschaft, wir wollen euch kleine Tipps mitgeben, wie man sich an solchen Anlässen, Events kleidet. Also los, fangen wir an! Wir Frauen kennen alle das Problem. In meinem Schrank ist nichts zum Anziehen. Nehmen wir doch mal das Thema Kleidung für besondere Anlässe auseinander. Unser Beispiel ist der eigene Abschlussball. Was ist gestattet und was nicht? Was ist in, was ist out? Und ganz besonders, welche Schuhe? Und da kommen wir ins Spiel. Eltern sind wahrscheinlich die Profis im Einkleiden und wissen von vornherein, was ein Tanzschüler tragen muss. Selbstverständlich ein Kleid, werden die meisten sagen. Aber so selbstverständlich ist das alles gar nicht mehr. Es bedeutet viel mehr, als nur das perfekte Prinzessinnenkleid rauszusuchen. Sehen wir mal, was wir den Mädchen Gutes tun können. Wie bekannt gibt es bei unseren Abschlussbällen einen Dresscode, wie man sich kleidet. Das wollen wir hier jetzt mit den Mädchen demonstrieren. So wie sie jetzt dastehen, kommen sie auf keinen Fall rein. Vor allem mit diesen Schuhen nicht. Nicht mit Sneakers, nicht mit Chucks. Und deshalb sollten sie diese Schuhe durch Abendschuhe ersetzen. Was genau sind jetzt nun Abendschuhe? Von Ballerinas bis High Heels ist alles erlaubt. Doch nach 90-jähriger Erfahrung sagen wir euch, zieht definitiv keine High Heels an. Die sind definitiv zu hoch. Nicht, dass ihr nach 30 Minuten schon wieder sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr in den gehen. Ich glaube, es ist lieber barfuß rum. Deswegen nehmt unbedingt ein zweites Paar Schuhe mit. Das sollten auch nicht wieder High Heels sein, sondern Ballerinas am besten. Flache Schuhe, mit denen ihr euch gut bewegen könnt. Aber ganz ehrlich, mit Tanzschuhen seid ihr immer noch am besten vorbereitet. Und deswegen sind unten in unserer Videobeschreibung die besten Tanzschuhfirmen aufgelistet. Die Lieblingsjeans, den Lieblingspulli, das T-Shirt oder den Rock oder das Hemd müssen leider zu Hause bleiben. Ein Abendkleid ist natürlich gefragt auf unseren Abschlussbällen, ob lang oder kurz, ist egal, es ist Geschmackssache, auch die Farben spielen keine Rolle. Was kann schon dabei schief gehen? Naja, ein Kleid mit Schleppe ist zu lang zu tanzen. Das genaue Gegenteil wäre natürlich der breite Gürtel mit dem zu tief angesetzten Ausschnitt und dem sehr kurzen Design. Freuen sich zwar alle Jungs, aber tanzen kann man in denen auch nicht. Andere Kleider, wie jetzt zum Beispiel das Mermaid Dress, sind leider auch zu eng zum Tanzen und zu weit ausgeschnitten, wie diese Prinzessinnenkleider, sind auch nicht für den Vorteil auf der Tanzfläche.